Ja, Isarun beugt sich über den Sarkophag und nimmt das Buch heraus. Das ist so ein kleineres, altes, abgewetztes Buch. Sieht jetzt nicht unbedingt aus, als ob es in einer Druckerpresse gemacht worden wäre. Schlägt das mal auf und sieht dort einige Einträge, irgendwelche Geschichten oder so etwas. Eine fängt an mit: Wer, wenn nicht er, wird den Tod überwinden und gestärkt daraus hervorgehen, nachdem seine schändliche Brut ihn so feige verraten hat? Wer, wenn nicht er, ersinnt solche perfide Ränke, dass die Göttlichen sich aufreiben in kleinlichem Gezänke, bis er zurückkehren wird? Wer, wenn nicht er, vermag uns zu erlösen von Hunger, Leid und Tod des sterblichen Seins und uns zu erheben zu seiner Göttlichkeit am Tag der letzten Schlacht? Welch weitsichtiges Kalkül, die Glyphen seines Namens zu verbergen in den Tiefen der Welt, als Pfeiler seiner Macht. Welch meisterhaftes Blendwerk, das selbst die Alten mit dem dritten Auge die Splitter seines Namens nicht zu erspähen vermögen. Welch triumphaler Einzug in das Schattenreich hinter den Sternen, als alleiner Herr über das Diesseits und das Jenseits. Welch lustvolle Buhlschaft, den Samen seiner Rache als Dämonenbaum am Urgrund der Schöpfung zu sehen, auf das seine Macht stetig wachse. Welch huldvolle Erhabenheit, die Versuchungen der ruchlosen Fürsten der Unterwelt auszuschlagen und sich ein eigenes Gefolge zu schaffen unter den Jenseitigen. Welche lasterhafte Barmherzigkeit, seinen treuen Dienern seine jenseitige Gefolgschaft zur Seite zu stellen, als willfährig Boten seiner Macht. Was liest du da? Also, das sind ja offensichtlich die Ergüsse einer Wahnsinnigen. Oder nun, ketzerische Propaganda. Ja, ganz eindeutig. Das Paktiererbuch sozusagen. Das Ding gehört verbrannt. Denke ich auch. Wer hat das überhaupt geschrieben? Ich habe aber ehrlich gesagt nochmal eine Frage. Und zwar dieser Tunnel hier, also der da nach oben geht. Ist der in jedem Prios-Tempel? Nein. Nein? Und, aber der ist doch von oben sichtbar. Oder nicht? Und da waren doch Prios-Geweihte. Vor allen Dingen nicht eins oder zwei oder drei an diesem Altar, sondern vermutlich Dutzende. Oder nicht? Ja. Also ich habe das ja jetzt so verstanden, dass da diese Statue wohl da drüber stand. Nein, nein. Dieser Schacht ist frei. Man kann bloß die Statue von da aus sehen. Ja, aber, ach so. Aber wenn doch Dutzende von Prioten an diesem Altar stehen. Was sagt euch das? Ja, aber dann müssen die doch alle von diesem Schacht gewusst haben. Da muss sich doch einer Richtig. Von denen Ja, aber da muss doch einer von denen sich mal gefragt haben, hey, Freunde, was ist in diesem Schacht drin? Wenn sie so auch zum Kult gehören, vielleicht nicht? Ja, aber die wollten mir doch nicht sagen, dass jetzt Dutzende, jeder Priot, der in der priesterkaiserlichen Nora Lexakrale vor dieser Statue stand und das gesehen hat, Seit so einer. Von ja. Nein, 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 vielleicht sollten wir lieber mal hochgehen und nachschauen. Ich vermute eher mal, dass dieser Schacht versteckt war. Ja, sollten wir. Wir sollten das mal überprüfen, weil wenn das wirklich so ist, dann hat Abe mir vielleicht mehr Recht, als ich befürchtet habe. Also dieses Buch, das scheint auch von jemandem zu sein, den wir schon kennen. HVS steht hier. Heliodan von Schmerzig. Der Name taucht wirklich überall auf, oder? Ich denke, wir sollten das Buch einfach verbrennen und dann ist gut damit. Zweifelsohne. Allerdings. Wie ist denn hier? Keine Einwände. Sind wir uns einig? Was haltet ihr denn davon? Ihr wartet kurz hier unten, ich laufe nach oben, gucke, ob ich euch von diesem, ob ich das Loch von oben sehen kann und ob ihr mich sehen könnt. Klingt nach einem Plan. Es wäre eigentlich besser, wenn mich irgendjemand begleitet, der magisches Licht machen kann, weil sonst sehe ich nichts. Ehrlich gesagt. Ich werde dich begleiten. Perfekt, aber mir. War ja klar. Wollt ihr vielleicht mitgehen? Ich habe keine Angst. Mir ist es gleich, wohin ich habe auch keine Angst. Ich bin vorsichtig. Das ist ein Unterschied. Na, dann seid mal oben vorsichtig. Ich schüttel nur den Kopf. Können wir jetzt gehen oder seid ihr noch nicht fertig mit eurem Edelstreit? Komm, aber mir. Vorausgehen. Ja. Ja, geh voraus. Ja, ich geh voraus.
Ja, ich möchte oben zu der Statue laufen und gucken, ob ich das Loch wiederfinde. Ja, du findest es. Direkt hinter dem Altar kannst du erkennen, wie ein kleines Loch eingelassen ist. Ein bisschen versetzt. Du guckst nochmal nach oben. Du siehst eben über dir die zerbrochene, güldene Statue. Das Loch unter dir ist schwarz. Du kannst weit unter dir ja ein bisschen Licht sehen. Da bewegt sich wohl jemand. Es ist hier oben nicht 1,5 Meter breit. Also hier ist es wohl wesentlich kleiner. Du würdest sagen, vielleicht einen halben Meter breit. Aber du siehst dort unten das Licht, den Stab von Iserun. Aber jetzt nicht versteckt, sondern das einfach nur ein Loch im Boden. Ja. Ganz stumpf, okay. Ich möchte mal irgendwie ein Silberstück aus meiner Tasche nehmen und das da reinwerfen. Wollt ihr das wirklich tun? Ihr wisst nicht, wie mir das Silberstück opfert. Es klackt, klackt, klack, klack. Iserun, kannst hören, wie wohl irgendwas sehr schnell näher kommt. Kannst dann noch mit dem Kopf, hast Rafim da wohl eben gesehen, unterhält sich da wohl irgendwie, kannst du so ein Murmeln hören. Und dann ziehst du deinen Kopf beiseite und siehst, wie ein Silberstück auf den Altar einschlägt, also da, wo die Namen gerade stehen, mit dieser Platte, klackt weiter und rollt dann ziemlich verbogen schief durch den Raum. Ich glaube, der Schacht an sich ist normal. Oder seht ihr irgendetwas Magisches an mir? Also, sie sollten den Schacht sehen, oder nicht? Ich meine, ich sehe ihn ja auch. Ja. Ich denke, diese Verschwörung geht tiefer, als wir da alle dachten. Ja, aber ihr guckt euch diesen Schacht an, der ist einen halben Meter groß. Das ist ja nichts, was man übersehen könnte. Wenn es jetzt 5 Zentimeter wären, würde ich sagen, gut, okay, vielleicht hat das niemand gesehen, aber einen halben. Aber mir schaut ihr diesen Schacht an. Ja, ich sehe ihn. Der ist eine Todesfalle, das muss doch jeder hier wissen. Die wussten es vielleicht. Also, wenn ihr euch nochmal so ein bisschen umseht, könnt ihr auch erkennen, könnt ihr die eingestürzten Bänke aus Holz erkennen, die verschiedenen Schreine mit den 12 Abbildern. Also hier stehen normalerweise nur die Priester, die dann predigen. Kannst du dann auch noch rechts von euch die so eine große Kanzlei erkennen, wo man dann die Treppe nach oben gehen kann. Also wenn hier jemand steht, dann ist das nicht einfaches Volk. Also wenn hier normaler Betrieb wäre, könntet ihr hier einfach auch gar nicht hingehen, weil immer irgendwelche Sonnenlegionäre oder Priester hier rumlaufen würden. Die würden euch da aufhalten. Aber so, wenn jetzt hier gerade niemand ist. Aber jeder, der hier an diesem Altar steht, sieht dieses Loch. Also er hat gar keine andere Möglichkeit. Ja. Okay. Das heißt, die Vorsteher dieses Tempels gehörten ebenfalls den Kult an. Nicht nur die Vorsteher, aber mir. Die Wachen, die Übergangspriester. Ja. Ich meine, wie erklärt man denn ein halben Meter großes Loch mitten im Tempel? Begreift ihr endlich die Tragweite dieser Ketzerei? Aber ihr wisst, wie ungern ich euch recht gebe, aber ihr habt recht. Wir können damit nicht zu den Prajoten laufen. Und ich befürchte, da sind noch viel mehr von diesen Bekloppten, als ich dachte. Wir sollten nach unten gehen und das besprechen. Ja, das sollten wir. Was tut ihr beide, Kiras, Iserun, unten? Ja, als wir dann noch einmal lautes Klappergeräusch gehört haben, habe ich natürlich sofort meinen bohrengeweihten Rapier gezogen. Wieso müssen auch keine wir beide hier unten bleiben bei diesen Toten? Ja, angenehme Gesellschaft ist das wahrlich nicht, aber ich denke nicht, dass die uns noch etwas tun. Wenn da überhaupt weitere Tote sind in den Sarkophagen, wir müssen da mal nachsehen. Nach Wehrheim bin ich nicht mehr ganz so sicher, ob Tote wirklich tot bleiben, und die sind garantiert nicht zum Bohren gegangen. Ja, da habt ihr wohl recht. Wir haben ein bisschen zu oft mit Toten und Untoten zu tun gehabt. Aber keine Sorge hier, ich beschütze euch ja. Rafim, Abelmir, wenn ihr euch gerade umdreht, um wieder nach unten zu gehen, ihr könnt auch tatsächlich jedes Wort, was hier unten gesprochen wird, hören. Klar und deutlich als Flüstern. Sprich, wenn ihr vor dem Altar steht, das Loch neben euch, ihr hört die Stimme von Iserun und Kiaras nicht unbedingt in eurem Kopf, aber um euch herum als Aura könnt ihr ihre Stimmen wahrnehmen.
Abel mir. Ja. Hast du es gerade auch gehört? Ja. Hat Kieras gerade sein Rapier gezogen und hat Angst vor Toten? Ja. Ein merkwürdiger Effekt. Ich frage mich, ob es durch die Geometrie dieses Loches verursacht wird oder. Abel mir, das Loch ist 20, 25 Meter tief. Wenn die nicht schreien, sollten wir die nicht hören. Das ist seltsam, in der Tat. Aber das bedeutet, immer wenn jemand da unten war, konnte man das hier hören. Ja. Aber mir geht einfach voraus, wir müssen das besprechen. Ja, nach ungefähr 2 Minuten, Kiaras guckt nochmal unheilvoll zu den weiteren 6 Särgen. Du hast zwar noch keine einzige Leiche bisher gesehen. Na doch. Einarmig. Zumindest keine Leiche von den Priesterkaisern. Trotzdem hast du das Gefühl, als ob sie jeden Moment aufstehen könnte, als Mumie erhoben. Die Leiche. Ich hab schon meine Zündhölzer in der Hand. Ich hab schon die Zündhölzer in der Hand. Guck so zu Isarun, ob sie gerade nicht hinguckt. Ja. Also, dir ist echt mulmig zumute. Drehst dich immer wieder um, nicht, dass irgendjemand in deinem Rücken auftaucht. Weichst so ein bisschen an den Altar heran, denn der bietet dir vielleicht noch etwas Schutz. Dann kannst du sehen, wie die riesige, massive Gestalt von Raphim wieder sich durch das Loch schiebt. Das Loch ist offen sichtbar. Jeder Priester, jeder Sonnenlegionär, der da oben langläuft, muss davon wissen. Und das ist nicht einfach nur so ein Abort. Nein, das was ihr hier unten sagt, kann man da oben hören. Wirklich? Ihr habt euren Rapier gezogen und gesagt, dass ihr glaubt, seit Wehrheim, dass die Toten manchmal nicht mehr tot bleiben. Du wirst es doch auch. Ja, richtig, aber wie soll ich das hören von über 25 Meter über euch durch Stein? Und wo genau war dieses Loch denn? Direkt am Altar. Dahinter. Dort, wo nur die Hohepriester stehen des Kultes. Des Das heißt, wenn hier unten jemand gestanden hat, könnte er dem Obenstehenden irgendwie Sachen zugeflüstert oder gesagt haben, die er dann den Gläubigen sagen sollte. Exakt. Oder sich gar als Freier selbst ausgeben kann. Also, glaub mir, das Loch ist nicht zu übersehen. Das ist nicht versteckt. Da ist einfach ein halben Meter großes Loch im Boden. Es ist jetzt nicht mehr Seid ihr sicher, dass da nichts drauf stand? Niemals. Nein, da steht nichts drauf. Jetzt nicht, aber dass da niemals etwas drauf stand. Der gesamte Tempel ist vernichtet. Es kann sein, dass ein gewaltiger Steinbrocken einfach zur Seite geschoben wurde. Dann müsste man den Steinbrocken aber sehen. Und genau, das ist doch meine Frage. Ja, aber da steht da steht nur diese Statue. Diese riesige. Also wirklich, jeder, der da war, muss Mitglied sein. Nicht unbedingt. Es kann natürlich sein, dass sie dachten, das Loch war für etwas ganz anderes da. Ja, aber wer hat denn ein halben Meter großes Loch einfach im Boden? Es gibt sie nur in diesem Tempel, dieses Loch. Also bei den Ingrim-Geweihten, die haben manchmal so ein Loch, da wirft man Sachen rein und dann sind die geopfert, oder nicht? Aber bei den Prioten? Es gibt sicherlich Leute, die fragwürdige Dinge tun. Und vielleicht gab es irgendwelche märchenhaften Geschichten über warum da so ein Loch ist, als Bestrafung, als Gefängnis, wer weiß das schon. Das können wir jetzt nicht wissen, aber viel, viel wichtiger ist doch, dass man die Stimmen von hier unten dort oben hören kann. Ja, aber das bedeutet, dass da viel mehr Mitwisser sind, als wir dachten. Oder auch nur Leute, die das Falsche glauben, weil man es ihnen gesagt hat. Ja, aber das macht sie ja trotzdem zu Mitwisser. Was ist, wenn man da oben steht als einfacher Praios-Geweihter und dann von hier unten. Dort steht kein einfacher Praios-Geweihter, da steht nur der Hochgeweihter des Tempels. Und noch schlimmer als Hochgeweihter, wenn du denkst, du hörst auf einmal die Stimme von Praios. Und dir wird dann so etwas wie das, was in diesem Buch steht, eingeflüstert. Ja, aber mein Punkt ist der, dass Abel mir recht hat. Wir können damit nicht zur Praios-Kirche. Das sind vermutlich noch Dutzende von denen. Ich denke nicht. Also das mag ich mir gar nicht vorstellen. In der Stadt des Lichts waren nur diejenigen, die auch wirklich dort stationiert waren. Und diejenigen, die
sagen wir es mal so, den Ketzern angehört haben, wurden getötet. Die meisten, die hier in der Sakrade. Das hofft ihr aber. Gelebt haben, sind in Wehrheim gefallen. Das wissen wir doch gar nicht. Ein Großteil aller Prioten ist gefallen. Ja, richtig. So wie jeder anderen Kirche. Ja, und was meint ihr, welche sich wohl als erstes zurückhalten würden? Welche nicht für Preios bereitwillig sterben würden? Welche anderen den Vortritt lassen? Ketzer, die nicht für Preios sterben wollen. Ja, aber vielleicht für ihren komischen Dämon. Also das haben wir ja schon gesehen. Ja, aber für ihren komischen Dämon. Was meint ihr denn? Sie sind bereit, für ihren komischen Dämon zu sterben, und er hat sich auch als Feind aller Dämonen ausgewiesen. Es wäre also nicht unfehlbar, wenn es diesen Dämonen auch am Herzen liegt, Galotta aufzuhalten. Ja, aber überlegt mal Folgendes. In der Preios-Kirche, einer von 100 Priestern ist vielleicht einer von diesen Anhängern. Und jetzt kommt so eine große Schlacht. Tausende oder Hunderte von Prioten werden sterben. Und wenn die sich alle nicht freiwillig melden oder sich daraus wieseln, sich krank stellen, wie auch immer, oder mit ihrem unheiligen Gott sich da herausreden können, dann haben wir vermutlich jetzt viel mehr Ketzer als vorher. Weil die guten Prioten, die sind alle tot, die liegen alle bei Wehrheim. Die liegen da alle auf den Feldern. Was wir noch übrig haben, sind die Alten, die Feiglinge und die Ketzer. Und wenn wir jetzt dahin laufen und denen erzählen, was wir wissen, die werden uns einsperren und die werden uns hinrichten. Ganz einfach. Eine furchtbare Vorstellung. Ja, aber sag mir, wo ich Unrecht habe. Nein, also, das sagt euch gar nicht, aber... Die guten Prioten werden sich gemeldet haben. Die sind bereit, fürs Reich zu sterben. Aber denkt ihr denn, dass selbst der Bote des Lichts, also... Das weiß ich nicht. Der Mann ist alt. Der Mann ist alt. Vielleicht ist der Mann auch gar nicht mehr mobil. Ich sage ja auch nicht, dass alle dort Prioten dort so dieser Meinung sind. Aber wir müssen da nur an den Falschen geraten. Die Priesterkaiser wurden auch sehr alt, nicht wahr? Wenn irgendein Inquisitor da uns in Haft nimmt, dann redet niemals wieder jemand mit uns. Die werden uns zu Tode foltern. Irgendwann gesteht man alles. Nun, aber auch immer das Richtige. Natürlich nicht, aber irgendwann werdet ihr alles gestehen. Und dann werden sie euch verbrennen. Das ist wohl wahr. Aber es ist auch wahr, dass von den drei, die gestorben sind, mindestens zwei diesem Kult angehört haben. Ja. Und für den Rest haben wir keinen einzigen Beweis. Ob irgendwer von ihnen hier drin versteckt ist. Wir können natürlich nachfragen, ob irgendwer von ihnen nun der Hohepriester hier in dieser Sakrale war. Aber wenn wir jetzt zu den Preios-Geweihten hinrennen und bei denen behaupten, dass A, die Priesterkaiser alles Anhänger von einem namenlosen Kult sind und dass Reto von Gareth, Raya, wie hieß er nochmal? Raoul von Gareth. Ein Anhänger von einer ketzerischen Linie ist, dann werden die uns einsperren. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir dorthin gehen sollen und irgendwelche Gerüchte verbreiten sollen, dass angeblich die gesamte Kaiserfamilie unterlaufen wurde. Was wollt ihr denn dann? Wir sollten aber dennoch ihnen sagen, was wir hier gefunden haben, damit sie selbst sich darum kümmern können, das alles hier zu vernichten. Immerhin wird die Praios-Kirche diesen Tempel wieder neu errichten. Und wenn wir niemandem davon erzählen, dass es diesen Raum gibt, dann wird der Kult ihn einfach wieder bewohnen, sobald wir weg sind. Bin mir nicht sicher, ob der Praios-Kult ihm noch zu trauen ist. Da hat er nicht Unrecht. Wie wäre es denn, wenn wir uns auf die Aussagen von Zeugen verlassen und diese die Botschaft überbringen lassen. Wenn wir jetzt mit Mitgliedern oder wenn wir jetzt mit Geweihten von anderen 12 göttlichen Kirchen hierher kämen, die das mit eigenen Augen sehen, bezeugen können, dann wäre es doch, hätte das Wort doch ein ganz anderes Gewicht als das von nur uns. Ich sag das jetzt sehr ungern, aber was denkt ihr, was passieren wird, wenn wir hier stehen, wo auch
die Priesterkaiser liegen. Wenn sich die anderen Geweihten gegen eine unterwanderte Priorskirche wenden. Genau das müssen wir verhindern. Genau deswegen dürfen wir nicht die gesamte Priorskirche jetzt hier als Ketzer brandmarken. Weil dann wären wir nicht viel besser als die Priesterkaiser selbst. Dann würden wir genau dasselbe wieder tun. Das ist richtig, aber wenn wir da hingehen und ihnen das sagen, werden die uns umbringen. Ihr meint jetzt die anderen Kirchen? Nein, nein, die anderen Kirchen werden uns nicht umbringen, aber die werden uns zum Schweigen bringen. Spätestens die Sinnekirche wird uns zum Schweigen verdammen. Das Mittelreich kann es sich jetzt überhaupt nicht erlauben, dass die Priorskirche sich spaltet. Oder das Mittelreich selber. Richtig. Wir sind militärisch, ehrlich gesagt, am Arsch. Wenn Garethien fällt, die Herrscherlinie von Gareth fällt, werden sich die anderen Provinzen abspalten vom Mittelreich. Sich unabhängig erklären, vermutlich. Also was ist stattdessen euer Vorschlag, dass wir das alles unter den Teppich kehren und diesen Kult weiterhin bestehen lassen? Wir zerstören alles, was wir finden, nehmen jeden Ketzer, den wir finden, töten ihn, legen das Ganze schriftlich nieder, übergeben das der Sinnekirche und sagen denen, die sollen das erst in einem Jahr lesen. Oder in 10. Nein, also, ich denke, so lange können wir das nicht ungesagt lassen. Je länger wir das geheim halten, desto schlimmer wird es. Ja, aber sagen wir mal, jemand glaubt uns. Und jemand folgt uns. Was, dass es hier einen Kult gibt, der die Kirchen versucht zu unterlaufen? Ja. Was heißt versucht? Sie haben es doch schon längst geschafft. Ja, sagen wir mal, die Leute glauben uns. Was denkt ihr, was passieren wird? Eine Hetzjagd auf Geweihte. Welche Geweihte? Alle Geweihten sind tot. Ja, auf die letzten, die wir noch haben. Genau deswegen müssen wir es verhindern. Deswegen müssen die Geweihten eingeweiht werden, weil wir sind es nicht, die hier die Hetzjagd anfangen. Die Hetzjagd wird bereits angefangen von den Zeloten, die diese Lügen schon verbreiten. Die versuchen, die gesamte Bevölkerung auf die Seite dieses Kultes zu ziehen. Wenn wir nicht den Geweihten vertrauen, wem denn sonst? Wir liefern sie aus, wenn wir ihnen nicht sagen, welche Gefahr auf sie zukommt. Ich fürchte, wir können diese Zwickmühle nicht auflösen. Wir können der Priorskirche nicht trauen. Wir können dem Kaiserhaus nicht trauen. Wir dürfen auf keinen Fall jetzt zu einer Kirchenspaltung führen. Und das würden wir tun, wenn wir sagen, dass die Priorskirche aktiv von Dämonenanbetern unterwandert ist. Das können wir auch gar nicht belegen. Wir müssen diesen Tempel zerstören, komme was wolle. Da bin ich bei euch. Natürlich, und wir müssen aber auch sicher gehen, dass die Leute, dass die Geweihten wissen, dass dieser Ort missbraucht wurde vor 600 Jahren, während der Priesterkaiserzeit. Das soll die Kirche jetzt nicht beeinflussen, dennoch müssen sie davon wissen. Wem wollt ihr das erzählen in der Priorskirche? Wem? Wem traut ihr? Den Boten des Lichts. Wer sagt euch, dass ihr nicht jedenfalls dem Kult angehört? Niemand, aber euch sagt auch keiner, dass ich dem Kult nicht angehöre. Der sein Leben lang im ewigen Licht stand. Wem soll man sonst vertrauen? Nun, das dachten die damals, die Leute von den Priesterkaisern auch. Das Problem ist, wenn wir jetzt behaupten, es sind Ketzer unter den Prioten, meint ihr, wer das als erstes ausnutzen wird? Ketzer, die werden ihre guten Kollegen anschwärzen und wir werden die Falschen verbrennen. Weil wir es nicht beweisen können. Wir bemerken es nicht. Wir werden niemanden verbrennen, denn wir haben bereits alle eingefangen. Das wisst ihr doch überhaupt nicht. Das hofft ihr nur. Woher kommt ihr auf diese Information? Die ist überhaupt nicht gegeben. Da könnten noch... Wenn wir gar nichts tun, dann wird es trotzdem passieren. Und dann werden nur diejenigen, die nicht Ketzer sind, eingefangen, verbrannt und die Spaltung kommt. Ja! Die ihr so sehr befürchtet, die wird kommen.
Ja, die wird auch kommen, aber die wird nicht jetzt kommen. Die wird nicht jetzt kommen. Genau jetzt. Genau jetzt, wo Gareth angreifbar ist. Genau jetzt, wo die Ketzer auf die Straße kommen, wo die Zeloten überall. Ja, die haben wir doch eingesammelt. Ja, wann kommt die nächste Welle? Wann kommen die nächsten Ketzer? Ja, wir sagen unseren Verbündeten, dass die alle Zeloten einsammeln. Dann, wir können aber uns das jetzt nicht erlauben. Wir haben Feinde an allen Grenzen. Wir haben nicht mal einen Kaiser. Unsere Kaiserin-Tochter ist tot. Die Kaiserin ist auch tot. Und wenn die Gerüchte stimmen, dann ist auch noch der Kaiser-Erbe tot. Und den einzigen, den wir noch ausrufen können, ist dieser Rabenmond-Hurensohn, den hier keiner mag. Und glaubt ihr, dass das jetzt der Moment ist, um jetzt irgendwie damit anzufangen, die Kirchen auch noch anzuficken? Von den 20 Geweihten, die wir in Gareth vielleicht noch haben, wollt ihr noch eine Hetzjagd auf die starten? Wir können ihr nicht trauen. Ja, wir müssen das Wissen weitergeben, aber nicht jetzt. Wir müssen erstmal andere Probleme lösen. Dieser Kult besteht seit 600 Jahren. Er besteht auch noch in einem Jahr. Das ist genau der Punkt, weshalb wir nicht einfach rumsitzen dürfen. Ja, aber wem wollt ihr es denn erzählen? Der Hesindekirche. Der Hesindekirche. Ja, da bin ich ja bei euch. Diejenigen, die mit verbotenem Wissen umzugehen wissen. Ja, da bin ich doch bei euch. Das will ich doch auch. Was meint ihr, was passiert? Die Hesindekirche wird dieses Wissen wegsperren. Und das ist gut so. Ja, aber sie wissen auch genau, wie man dann damit umgehen muss. Also, welche Sachen, die wir hier finden, aufbewahrt und weggeschlossen werden müssen und was einfach vernichtet werden muss. Ich sagte ja, wir wollten diesen Tempel niederbrennen. Dieser Tempel besteht aus Marmor. Wir können hier nichts niederbrennen. Ich glaube, wir können diesen Raum nicht vernichten alleine. Ich glaube nur nicht, dass diese Innovation diesen Raum verlassen darf. Ja, dann wird dieser Raum weiter existieren und weiterhin seine Machenschaften machen. Also wirklich, wir sind doch wohl zu viert in der Lage, einen Raum, der 30 Meter unter der Erde ist, einstürzen zu lassen. Für so fähig halte ich uns. Der tut ja so, als würden wir dann einfach weggehen. Abgesehen davon, also es liegt ja oben genug Schub drum, den muss man ja einfach nur in den Schacht schmeißen und dann wird sich das alles von alleine. Einen halben Meter breit, da würden wir lange schmeißen können. Ja, meine Güte, dann holen wir uns, da brauchen wir nicht mal, ganz im Ernst, wir hauen hier einfach so lange die Wände ein, bis das kurz vorm Zusammenbrechen ist, sprinten hier raus und die Scheiße fliegt hier auseinander. Das ist jetzt also wirklich... Ich glaube, ihr stellt euch das zu einfach vor. Dieser Raum muss systematisch komplett vernichtet werden, professionell vernichtet werden. Ja, wir brauchen das machen? Den Hochkönig, aber er ist nicht da. Wir werden diesen gesamten verdammten Tempel anstecken. Er besteht aus Marmor, massivem Marmor, das brennt nicht. Anscheinend habt ihr keine Ahnung von Baukunst. Ich Stein weiß, kann, dass Stein nicht Stein brennt, kann ja. brechen, wenn er brennt. Aber hier brennt nichts, hier ist alles Marmor. Die Holzbänke oben sind nicht aus Marmor. Die Vorhänge sind nicht aus Marmor. Das ganze Innereien ist brennbar. Die Steine vielleicht nicht, aber wenn erstmal ein großes Feuer ist, dann wird diese Tempelmauer auch einstürzen. Möglicherweise die Bänke, sollten wir... Die Vorhänge, das ist bereits alles niedergebrannt. Der Tempel hat bereits gebrannt und das steht hier alles noch. So, seid ihr beide jetzt mal fertig? Wenn wir hier das einreißen wollen, sollten wir vielleicht die Geweihte vom Ingerin-Tempel nachfragen. Also wir haben ja gestern gehört, dass sie wohl überlebt hat und die Nachfolge angetreten ist. Warum also nicht sie fragen? Wir haben ja auch noch einen anderen unter dieser Gaststätte da, das wir ja auch noch einstürzen lassen wollten. Dann stellst du die Frage, was wir wollen wir erzählen? Was haltet ihr denn davon? Wir gehen einfach direkt zur Hesindekirche, holen uns deren Geweihten hier hin, der sagt uns, was wir machen. Boom. Zumindest wäre es gut, einen Augenzeugen zu haben, der das Ganze hier auf göttingefällige Art und Weise dokumentiert. Ich wäre dafür, dass wir das Geheimnis dann teilen. Mit einem Hesindegeweihten. Wenn das Wissen tatsächlich schädlich ist, sollte es für sich behalten. Mir wäre es lieb, wenn dieses Geheimnis diesen Raum niemals verlässt.